Hallo und herzlich willkommen bei Videoaktiv. Volker ist wieder da und wir haben uns eine Software angeschaut, die heute brandneu erscheint. Wir haben sie also auf gut Deutsch schon vorher gehabt und das ist Video Deluxe in der Version 22. Auf gut Deutsch, da passiert jetzt wirklich mehr und mehr schnell. Also auf gut Deutsch, sie haben ein bisschen mehr in die Engine darunter reingesteckt und sie haben einen neuen Dialog dabei. Bei dem Dialog kann man auswählen, ob die Grafikkarte und wie viel die Grafikkarte tun soll. Das bedingt allerdings, dass man einen Rechner hat mit einer dezidierten Grafikkarte. Du hast bestimmt jetzt einen neuen Rechner, oder? Nein, Joachim. Aber den brauche ich auch nicht. Hallo erstmal. Mit Infusion 3 ist es tatsächlich so, dass meine dedizierte Grafikkarte, meine Intel, die fest verbaut ist, auch angesprochen wird und das einen richtig guten Geschwindigkeitsschub gebracht hat. Deine Einschätzung? Von Vorteil? Also beim Rendern würde ich fast sagen, ein Drittel schneller gewesen. So, und tatsächlich, wir haben es gemessen und zwar eigentlich genau genommen sogar in der Videoaktiv, in der aktuellen, in der 5.21, weil da haben wir nämlich Video Pro X dabei und oh Wunder, Video Deluxe und Video Pro X, in dem Fall die Version 13, sind exaktement gleich schnell auf gut Deutsch. Da steckt derselbe Unterbau drunter. Und entsprechend kann man sagen, es ist tatsächlich viel schneller geworden. Nicht nur subjektiv wahrnehmbar, nicht nur auf einem Rechner, der auch schwächer ist, sondern auch auf einem entsprechenden High-End-System, was tatsächlich von der Skalierbarkeit, sage ich mal, wirklich tatsächlich großer Vorzug jetzt für die neue Version ist. Aber damit nicht genug. Natürlich hat Magix auch irgendwie sonst noch was getan. Man muss noch dazu sagen, die neue Version bedeutet, man hat kein echtes Kaufmodell mehr. Man kann kaufen, aber es gibt nicht mehr die Einjahresgarantie mit entsprechenden Updates, die dazwischen kommen, sondern man kauft die Version, die hat man und das war's. Wer mehr haben will, wer weitere Updates haben will, der muss jetzt auf die Abo-Version gehen. Das ist insofern eine Änderung im, sag ich mal, Verkaufsapparat, den man da hinten dran hat. Jetzt haben wir aber auch neue Funktionen. Und womit fangen wir an? Wir fangen an mit dem Storyboard. Das Storyboard ist prinzipiell nicht neu, aber es wurde rund erneuert, sagen wir mal so schön, hat jetzt einen wesentlich besseren Workflow, unterstützt Musik und das ist jetzt wirklich interessant, auch damit schön zu arbeiten. Dann würde ich doch einfach sagen, leg einfach mal los. Mache ich gerne. Einer der größten Vorteile ist jetzt, dass wir hier im Storyboard diesen Panorama-Modus haben, wo wir direkt unsere Objekte in voller Größe sehen. Das Ganze kann ich hier auch noch beeinflussen durch den Schieberegler, aber so kann ich sehr gut meine Bilder sortieren. So wie hier, wenn ich jetzt ein neues hinzufügen möchte, ziehe ich das einfach hier rein, es passt sich an und ich kann das Ganze dann auch beliebig dorthin anpassen, wo ich möchte. So habe ich eine sehr gute Möglichkeit, meine Bilder und Videos erst einmal zu ordnen und danach zu bearbeiten. Ganz neu ist jetzt auch, dass ich im Storyboard-Modus auch Musik einfügen kann. Diese legt sich hier unten unter die Objekte und ich kann sie auch hier schon frei definieren, wie weit ich die Musik gerne hätte, ob ich sie für meine ganzen Medien möchte oder nur für hier. Auch hat man die Möglichkeit, im Storyboard-Modus, so wie ich das hier gemacht habe, ganz normal Titel einzufügen, da ich auf alle Objekte Zugriff habe und diese ganz normal auch bearbeiten kann. Ja, wenn wir uns das nun anschauen, sieht man, der Titel hier wurde verarbeitet. Wir haben hier unten unsere Blenden eingefügt. Ich sehe an dem Positionszeiger immer die Position, wo ich jetzt im Bild oder Video bin. Hier am unteren Rand sehe ich, wo das Ganze im Musikstück ist. Und so kann ich hier natürlich schon sehr viel bearbeiten, die ersten Schritte in meinem Videoprojekt durchführen und das Ganze dann natürlich in der Timeline, wie man das kennt, wieder verfeinern. Wir tun ja immer viel für euch. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch was für uns tut. Gebt uns ein Like für das Video. Abo auf dem Kanal ist ja selbstverständlich. Und aktiviert die Glocke, dass ihr kein Video mehr verpasst. Das wäre natürlich klasse und wir machen weiter jetzt mit der nächsten Funktion. In dem Fall geht es um Ankerpunkte bzw. auch um neue Anfasser. Und ich würde einfach sagen, du legst los, oder? Ja, sehr gerne. Hier möchte ich euch nun einen neuen Dialog vorstellen. Dafür wechseln wir in die Effekte, gehen auf Ansicht und Animation. Hier fällt uns als erstes auf, es gibt keinen separaten Punkt mehr für die Rotation. Dafür haben wir hier einen neuen Punkt Orientierung Horizont. Darüber kann ich den Horizont bewegen. Das ist gerade für Actioncams sehr interessant.
habe hier auch Hilfslinien, um das wieder zu begradigen. Wir gehen in den neuen Dialog Größe, Position, Rotation und finden jetzt in diesem Dialog die Größe, die Rotation, die Position und den neuen Ankerpunkt vereint. Was es mit dem neuen Ankerpunkt auf sich hat, das zeige ich euch gleich. Vorher schauen wir uns einmal die neuen Objekte im Videomonitor an, denn hier gibt es neue Anfasser, mit denen ich das Bild hier frei bewegen kann. Möchte ich die Proportion des Bildes ändern, nehme ich hier den Haken bei Eingabefelder verbinden raus und kann jetzt die Proportion des Bildes komplett frei editieren. Den Ankerpunkt finden wir als kleinen roten Kreis hier in der Mitte. Der Ankerpunkt ist dafür verantwortlich zu definieren, wie zum Beispiel eine Animation stattfindet. Also ist der Ankerpunkt in der Mitte, ist es so wie die ganze Zeit. Ich kann ein Objekt um die eigene Achse rotieren. Möchte ich das nicht, kann ich den Ankerpunkt versetzen und jetzt findet die Rotation über den Ankerpunkt statt. Das an jede beliebige Position im Videomonitor, auch außerhalb des Bildes. Und damit eröffnen sich auf einmal sehr viele neue Möglichkeiten. Was euch hier vielleicht auffällt, den Button Zentrieren gibt es nicht mehr. Das kann man aber einfach erledigen, indem man jetzt die Position hier jeweils auf 0 setzt und damit ist das Bild wieder zentriert. Durch die Möglichkeit, jetzt direkt im Videomonitor mit Hilfe der Anfasser und des Ankerpunktes zu arbeiten, kann man solche coole Collagen wie hier sehr einfach erstellen. Auch eine solch coole Würfelanimation kann man mit Hilfe der Ankerpunkte recht einfach erstellen. Ohne die Ankerpunkte wäre eine solche Animation nicht möglich. Wie man eine solche Animation mit dem Würfel erstellen kann, das zeige ich euch jetzt einmal an diesem Beispiel. Wir haben hier unser rotes Rechteck. Um dies anzupassen, gehen wir auf Effekte, gehen auf Ansicht und Animation, wählen hier Größe und Position und können jetzt mit dem Anfasser die Größe unseres Würfels so verändern, wie wir das brauchen. So, dann sind wir jetzt hier an unserem Ausgangspunkt. Leider ist jetzt der Keyframe noch nicht aktiv, das können wir aber ganz einfach lösen, indem wir hier wo reinklicken. Jetzt können wir einen Keyframe setzen und ziehen jetzt unseren Ankerpunkt rechts unten auf den Anfasser. So. Dann gehen wir auf 20 Hundertstel und wählen jetzt bei der Z-Achse 90 Grad. Damit haben wir jetzt genau diese Würfelposition. Jetzt machen wir Folgendes. Wir schneiden unser Objekt, Taste T, ziehen jetzt den Ankerpunkt wieder nach rechts auf unseren Anfasser, gehen wieder 20 Sekunden vor und wählen jetzt hier 180. Und so haben wir jetzt zwei Rotationen und genau nach diesem Schema ist jetzt die gesamte Animation aufgebaut. Wie ihr seht, kann man mit wenig Aufwand jetzt eine solch coole Animation dank des Ankerpunktes erstellen. Uns interessiert natürlich, was ihr von der neuen Version haltet. Ist die höhere Geschwindigkeit das, was euch überzeugt? Ist es am Ende bei euch auch tatsächlich umsetzbar, die höhere Geschwindigkeit? Und welche neuen Funktionen sind die, die euch überzeugen? Schreibt es uns einfach in die Kommentare. Wir wollen das wirklich wissen, also unten einfach kommentieren. Nachdem wir jetzt wissen, wie das mit den Ankerpunkten ist und wie das Ganze funktioniert, dass wir auch die neuen Anfasser bedienen können, haben wir noch was Neues, nämlich Travel Maps. Korrekt. Travel Maps gibt es ja auch schon länger in den Versionen, aber es wurde um zwei richtig coole Funktionalitäten erweitert. Und da würde ich sagen, die zeige ich gerne mal. Auch in Travel Maps gibt es Neuerungen. Die zwei größten sind die Active Fly Option, mit der man von oben in einem bestimmten Winkel zum Start der Route fliegen kann. Auch neu ist die Anzeige des Höhenprofils. Habt ihr ein Navigationssystem, mit dem ihr nicht nur den Weg, sondern auch die Höhe aufzeichnen könnt, dann kann ich diese nun in Travel Maps laden und grafisch darstellen.
Hier sieht man nicht nur das Höhenprofil der Route, sondern auch am unteren Rand die gefahrenen Kilometer. Um die Fly-In-Animation auszuwählen, gehe ich in die Animation und kann diese hier aktivieren. Neben der Dauer der Animation gibt es hier auch Möglichkeiten, die Rotation, also die Drehung, und den Tilt, also die Neigung, einzustellen. Die Einstellung des Höhenprofils kann ich ebenfalls hier frei vornehmen. Ich habe die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Profilen auszuwählen und habe dann von dem gewählten Profil die Möglichkeit, dieses noch entsprechend an meine eigenen Bedürfnisse anzupassen. Bei dem kleinen Steuerungselement hier unten rechts konnten wir schon immer den Ausschnitt der Karte wählen. Nun gibt es hier noch weitere Möglichkeiten. So kann ich hier einmal das Ganze von der Perspektive her ändern und von der Rotation. Das geht einmal über diese Schieberegler oder das geht auch entsprechend über diesen kleinen Ball, wo man auch sehr fein mit der Maus das Ganze steuern kann. Hat man seine Reiseroute nun fertiggestellt, so kann ich diese exportieren. Zum einen habe ich die Möglichkeit, einen Screenshot meiner Route zu erstellen und zum anderen kann ich nun auch diese Route im MP4-Format erzeugen. Auch habe ich die Möglichkeit, verschiedene Auflösungen zu wählen. Selbstverständlich kann man diese dann auch weiter in Magix Video Deluxe bearbeiten. Ja, Travel Maps ist dadurch wiederum etwas umfassender geworden, aber ich finde, diese Neuerungen sind sehr hilfreich, um schöne Animationen der gefahrenen Strecke oder des geplanten Urlaubs durchzuführen. Super, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich schließe mich nochmal im Folge an. Ich freue mich natürlich, wenn wir spätestens jetzt euer Like bekommen, wenn wir ein Abo auf unserem Kanal bekommen und wenn ihr das Glöckchen jetzt endlich mal aktiviert, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Insofern sage ich einfach mal Danke an den Folge. Hat er wieder mal klasse gemacht. Schon allein deshalb brauchen wir jetzt den Daumen hoch. Und ansonsten sage ich einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.